Unsere Spaniel-Schnuckelchen sind jetzt 2 Wochen alt, haben die Augen offen, sind natürlich zuckersüß. Ne? Und da sitzen passend unsere schwarzen Perlen in der Schatzkiste. Das ist die Hündin, die ganz schwarz ist, das ist wirklich eine kräftige. Man sieht da auch, wenn man so reinschaut, ganz minimal weiß, aber das vergeht. Okay? Die anderen haben alle große weiße Brustflecken und da schauen wir jetzt einmal einen an. Das ist ein kleines Mädi, die haben da wirklich viel mehr Weiß. Okay? Und auch ein bisschen bei den Fussi. Das bei den Füßen, das wächst so aus, weil wenn die längeren Haare drüber sind, sieht man davon nichts mehr. Okay? Die Spaniel sind ja ursprünglich gezüchtet worden zur Entenjagd, darum heißen sie ja Cocker. Es gibt über 10 verschiedene Spanielrassen. Am beliebtesten so in Familie und Haus ist eigentlich der englische Cocker Spaniel. Wie Sie jetzt sehen können, schön langsam wird das Ohrleder etwas länger und dünner. Die sind zuerst ganz dick und bamsdick, die Ohrli, und jetzt ziehen sie sich schon ein bisschen in die Länge. Dieses Brummen, was da hört, das ist das normale Suchgeräusch, wo ist die Mama, wo sind die Geschwister. Weil auch wenn die Augen schon offen sind, so richtig sehen und hören, da ist nun nicht. Da sind sie einfach nur zu klein. Das ist einer von den Burschen. Da seht ihr auch, wie wunderschön viel Weiß der da hat. Und wenn sich den jetzt ein bisschen größer vorstellt, und der sitzt dann schnuckelig da und wir machen ein wunderschönes Porträt von ihm. Also entzückend. Okay? So. Bequemen Platz geben, bis die da oben sitzen, da ist vielleicht besser. Ne? So lieb. Das da ist die kleinste Maus. Die hat ein bisschen dünneres weißes Streifen am Hals. Okay. Ja, jetzt sind sie halt noch recht klein. Ne? Da gibt es halt noch nicht so viel Action. Da wird halt noch viel geschlafen. Okay? Und da sind sie natürlich auch noch schwer zum Filmen und Fotografieren, weil einfach diese Persönlichkeitsentwicklung im Gesicht und im Körper noch nicht so da ist. Okay? Naja, gesehen habt ihr es wieder. Wir machen natürlich eh nächste Woche wieder einen neuen Film. Und dann werden wir schauen, wie es uns auch so geht. Aber wie gesagt, im Moment läuft alles wunderbar. Sie wachsen schön daher. Sind lieb und frech, die Lady hat viel Milch, die macht das alles ganz toll. Ja. Und ich hoffe, euch gefällt die Gaudi da mit der Schatzkiste.